Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, hey, in meiner Welt. Heute schauen wir uns den Smile-Adventskalender an, den ich bei Rossmann für 24,99 € bestellt habe. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, zeitgleich mit meinem Video geht auch das von der lieben Nicole online. Da bin ich auf ihre Meinung mal gespannt, so. Also schaut gerne nach meinem Video für eine zweite Meinung bei ihr vorbei. Ja, genau, hier habe ich ihn. Dekorative Kosmetik soll hier drin sein. Ich habe ihn mir ein bisschen größer vorgestellt, bin ich ehrlich. Aber wie gesagt, die haben mir 24,99 € bezahlt. Ne? Das ist eine Eigenmarke, beziehungsweise so eine Marke, die für andere Firmen auch produzieren. Das heißt, ich kann euch da sehr, sehr schlecht irgendwelche Preise einblenden. Nehme ich da vielleicht als Referenz Essenspreise? Ich weiß es noch nicht oder ich blende euch gar keine ein. Wir gucken einfach mal. Designtechnisch ist es aber sehr, sehr hübsch gemacht, ne? Mit diesem Dunkelblau und diesem Gold und diesen Weihnachtsapplikationen drauf. Finde ich cool. Und los geht die wilde Reise am 1. Dezember. Oh, wir scheinen ein Wendebild zu haben. Dann werde ich das doch mal wenden, dass wir uns gleich auch die Rückseite anschauen können. Wir haben, nein, ist das niedlich, eine Lidschattenpalette, die so klein ist. Hier stehen auch keine Grammzahlen drauf oder so. Deswegen, Preise sind sehr, sehr schwierig. Hier haben wir 6 Farben drin. Mich spricht die Farbfamilie an. Es ist meiner Meinung nach auch wirklich winterlich mit diesem Hellblau und diesen kühlen Tönen. Du hast ja aber auch schön was, was du so als Innenwinkel-Highlight nehmen könntest oder so. Ein Mattenton nur? Okay. Der da drüber ist so ein bisschen seidenmatt. Das wird interessant, wie man damit einen Look schminken will, aber süß. Direkt darunter befindet sich der 2. Dezember. Oh, ach, sowas finde ich ja niedlich. Ich habe ja letztes Jahr auch mit meiner Nichte zusammen diesen Einhorn-Adventskalender ausgepackt. Ist ganz süß, ne? Okay, hier haben wir drin einen Lipgloss in Creamform. Süß. Schaut euch das mal an. Also das ist, glaube ich, auch etwas, oder ein Adventskalender generell, ne, den man so Kindern auch schenken kann, wo man halt jetzt sagt, okay, spiel damit, ne? Wobei man da vielleicht auch auf den Essens zurückgreifen kann, weil ich glaube, der wird nicht so viel teurer sein. Aber ich weiß nicht, was da drin ist. Vielleicht ist da ja auch die Auswahl nicht so geil. Ich weiß es nicht. Aber süß auf jeden Fall, so ein Sternchen-Lipgloss. Mag ich. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine witzige Nummer 3, die fast schon Muttergefühle in mir hervorruft. Oh nein. Passt zum vorigen Kläppchen. Wir haben hier so einen wirklich winzigen, also das ist nicht klein, das ist winzig, Lippenpinsel. Ne? Damit kann man dann sein Lipgloss aus dem Herzchen rausnehmen. Aber Kinderhände sind ja auch durchaus kleiner als meine Hände. Hier haben wir die Nummer 4. Auch wirklich hier wieder ein sehr, sehr kleines, ja, Produktchen drin. Das ist der Lidschattenapplikator für die Nummer 1. Okay, hat man dafür ein eigenes Kläppchen. Schön. Macht Art Deco aber auch manchmal, das darf man nicht vergessen. Und die kosten 70 Euro. Der 5. Dezember, ein Tag vor Nikolaus, haben wir hier einen Stift drin. Und zwar einen dunkelblauen Kajal. Oh, schön. Das finde ich wirklich schön. Guckt euch das mal an. Also wirklich auch eine schöne Farbe. Und den kann man auch sicherlich richtig toll mit der Lidschattenpalette kombinieren. Ne? Den könnte man sich, wenn man das halt auch als ja, etwas aufwendigeren Look gestalten möchte, ne? Vielleicht so richtig doll außen um das Lid drum zugeben. Also sowohl oben als auch unten. Unten würde ich es wahrscheinlich nicht ganz so doll machen, sondern eher dezent. Dann einfach auch ein bisschen ausblenden und darauf dann auch so ein bisschen die Lidschattentöne drauf machen. Dass man das auch so ein Stück weit als Basis verwendet. Quasi so ein blaues Smoky Eye. Also wenn man die Kläppchen so umdreht, passt nicht alles so 1:1 zusammen, ne? Ich weiß ja nicht, wie das so am Ende muss. Schauen wir uns mal Nikolaus an, was der so kann. Oh, da haben wir ein etwas größeres Produkt drin. Auch hier ein Lipgloss in einer süßen rosa Farbe. Und ja, genau, das ist einfach so ein süßer Lipgloss in so einem rosa Ton mit Schimmer drin, ne? Nee, Leute, das mit dem Wendegedönsen, das haut nicht hin. Ich mache das wieder in der richtigen Richtung hier wieder rein, weil sonst ist das doch irgendwie alles durcheinander. Das ist, mein innerer Monk weint gerade. So, der 7. Dezember. Oh, ein Blush. Farbgebundene Produkte sind immer so eine Sache für sich, aber ich glaube, der ist relativ universell verwendbar. Sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus, hat einen Schimmer mit drin. Ne? Also das ist jetzt nicht ein matter Blush, sondern einer, der halt auch noch so einen Schimmeraspekt mit dabei hat. Aber ich finde den ganz hübsch. Die winzige Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Haben wir jetzt hier unseren Puder oder so Pinsel? Ja.
Okay, ja, das kann man damit aber ehrlich gesagt nicht ganz so optimal auftragen, bin ich wirklich vollkommen ehrlich. Ne? Da würde ich jetzt nicht unbedingt dazu raten, einen solchen Pinsel damit zu nehmen. Das wird dann schon sehr, sehr dezent. Ne? Mal sehen, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Es ist auf jeden Fall super leicht. Hä? Es ist ein Zehentrenner und zwar für eine Zehe. Wow. Also das ist schon heftig. Auch in der Nummer 10 wird es sehr, sehr leicht weitergehen. Mal sehen, was wir hier drin haben. Nein. Ja, wir haben ja 10. 10 theoretisch und 5 pro Fuß. Deswegen haben wir hier noch einen drin. Nein. Das finde ich nicht gut. Bin ich ehrlich. Das finde ich richtig blöd. Der 11. Dezember, die erste Schnapszahl. Oh, das war schon so schön schwer. Hier haben wir einen wirklich kleinen, aber feinen Nagellack drin. Hier steht wirklich nicht drauf, wie viel Gramm da jeweils drin sind. Das steht dann wahrscheinlich hinten drauf auf dem Adventskalender oder so. Aber auch hier eine sehr, sehr schöne Farbe, die meiner Meinung nach auch richtig gut zu dem Blush passen wird. Und auch so ein schöner, Rosenholz ist es jetzt nicht unbedingt. Oder sogar Schimmer? Nee, das ist von der Umverpackung. Entschuldigung. Doch, da ist wohl Schimmer drin. Sieht man das? Seht ihr das? So bläulicher, ganz dezenter Schimmer. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich finde es auf jeden Fall cool. Ist mal was anderes mit dem Schimmer da drin. Ansonsten halt auch eine relativ schöne, tragbare Farbe, ne? Ein warmes Leberwursttönchen fast schon. Halbzeit, die Nummer 12. Oh, hier haben wir auch wieder so ein Blush drin. Noch ein Blush. Okay, hätten sie einfach einen Bronzer alternativ reinmachen können. Der ist jetzt deutlich heller. Das ist so ein richtiger Barbie-Pink-Blush und der hat auch Schimmer mit drin. Ja, ne? Der ist relativ sehr knallig. Je nachdem, wie der dann ja auch auf der Haut rüberkommt. Erste Halbzeit liegt bei mir auf dem Tisch. Noch habe ich die Einstellung, holt euch lieber den von Essence. Die Nummer 13. Quadratisch praktisch gut. Oh, das dürfte auch wieder ein Lippenprodukt sein. Unser drittes Lippenprodukt. Da muss aber auch Schluss sein. Will aber gar nicht raus. Hallo, danke. Also das ist alles sehr schön auch hier so festgemacht, dass es auch nicht kaputt geht. Ne? Du hast hier noch so einzelne Inlays immer drin. Hier haben wir auch wieder so einen Cream Lip Gloss. Die Farbe ist jetzt, also die hier war relativ gedeckt, ne? Und die hier haben wir jetzt ein bisschen knalliger. Und das sieht auch sehr pinky aus, aber auch irgendwie recht hübsch, würde ich sagen. Ja. Und jetzt brauchen wir aber nicht nochmal so einen Applikator, weil den haben wir ja schon dafür. Weiß ich nicht. Der 14. Dezember ist sehr, sehr leicht. Nee, da haben wir Nagelsticker drin. Auch sowas finden wir im Essence-Adventskalender, also ist das alles in Ordnung, ne? Genau, ja, das sind Schneeflocken, das finde ich hübsch. Sowas kann man machen. Es gibt Firmen, gut, die haben günstigere Adventskalender, ne? Aber die packen sowas zum Beispiel auch mal in eine 24 rein. Jedenfalls von der Art her, ne? Dann habe ich hier den 15. Dezember. Ja, in so einem Adventskalender darf ein Anspitzer nicht fehlen, denn wir haben ja auch einen Holzstift hier drin. Ich weiß, es stimmt. Wir müssen die Teile ja auch irgendwie spitz bekommen. Dementsprechend kann man das definitiv gut gebrauchen. Auf den 16. Dezember bin ich sehr gespannt, weil das sehr groß ist. Da kann man viel richtig, aber auch einiges falsch machen. Ja gut, das ist einfach nur ein großes Kläppchen. Hier haben wir auch wieder eine Lidschattenpalette drin. Die geht aber mehr so in die Erdtöne. Da haben wir auch so was Bräunliches mit dabei und was Grünes und Rosa. Das ist aber komplett Schimmer. Ne? Also wir haben sehr viel Schimmer in diesem Adventskalender. Wow, also bislang war noch nichts matt. Machen wir weiter mit dem 17. Dezember. Da haben wir vielleicht einen grünen Eyeliner oder so drin. Nee, das ist ein Lip Pencil. Passt du? Na, weiß noch nicht, ob das zu einem der Lippenprodukte jetzt schon passt, weil dafür ist er doch relativ dunkel. Ne? Also da waren die anderen Lippenprodukte jetzt etwas heller. Aber sowas kann man ja für eine schöne Ombre-Lippe auch kombinieren. So. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember in meinen Händen und da haben wir auch wieder ein Lippenprodukt drin. Also ja, es reißt nicht ab, aber hey, es ist ein Herz und hey, es passt zum Lip Liner. Einfach auch wieder so eine Lipgloss Cream ist hier mit am Start, ne? Genau, das sieht süß aus. Ja, passt aber wirklich sehr, sehr gut zum Lip Liner. Das muss man den wirklich lassen, das passt 1A. Ja, die Nummer 19, ne? Das ist wieder so ein kleines, leichtes Ding. Was für ein Applikator fehlt uns denn? Also Smile ist der Ansicht, dass uns noch ein Applikator für Lidschatten fehlt.
Fun Fact, diese Teile kannst du auch wirklich richtig gut verwenden für den Innenwinkel oder wenn du hier im inneren Drittel dir so ein bisschen Lidschatten auftragen willst und dann mit deinen Fingern nicht so beikommst. Ne? Also man kann die durchaus verwenden, aber ich brauche da wirklich nicht zwei von dem Adventskalender. Die Nummer 20, herzlich willkommen im 20er Bereich, ist sehr leicht. Ja, auch eine Nagelfeile darf nicht fehlen, aber die ist wirklich klein. Also nee, das ist ja schon cute. Ne? Kannst du dir auf jeden Fall schön in eine Handtasche packen. Ja. Dann hat man immer eine mit dabei. Die Nummer 21 befördert uns Richtung Heiligabend. Das ist so ein schöner Endspurt, den wir jetzt bekommen. Das ist ein Eyeliner, ein Eyepencil, genau. Und das ist ein schönes Braun. Ja, den kann man auch schön mit der zweiten Lidschattenpalette kombinieren. Da sind wir auch ganz gut mit bedient, sage ich mal. Ne? Schön. Nee, von der Nummer 22 lasse ich mich jetzt nicht veräppeln. Ich glaube nicht, dass hier ein Produkt drin ist, was so groß ist wie diese Box. Ist es auch nicht, sondern ein Spiegel. Ja, guck mal. Da seid ihr. Guten Tag. Beziehungsweise, was seht ihr denn überhaupt? Das Ringlicht? Ja, ein Spiegel. Kann man sich begucken, kann man gebrauchen, denn in den Produkten selber sind keine Spiegel drin. Ich glaube, einen Tag vor Heiligabend am 23. Dezember haben wir nochmal einen Nagellack und das dürfte jetzt auch so ein richtig schöner, Rotton sein, hätte ich jetzt gesagt. Nö, das ist eine sehr helle Leberwurst, aber ein schönes Altrosa, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Sehr dezent, sehr zurückhaltend, kann man auch wirklich richtig toll bestimmt hiermit kombinieren, ne? Und ich glaube, am 24. Dezember, was hier jetzt auch reinpassen würde, eine Mascara wäre vielleicht ganz passend. Ja, mal gucken. Es ist, ein Lippenprodukt, okay. Ein Lipgloss. Und hier sehen wir auch die Sparkles drin, genauso wie auch bei dem Nagellack, wenn man das so sieht. Ich weiß nicht, wie die Kamera das so einfängt, ne? Aber so ein bisschen, das ist halt auch so ein dunkelfarbener, ein dunkelroter Nagellack vor allem. Lipgloss, ja, okay. Ich weiß ja nicht. Nee, ich glaube, ich würde eher, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich glaube, ich würde eher den Essence-Adventskalender zum Beispiel empfehlen. Ich glaube, da fährt man einfach ein bisschen besser mit, weil du dann auch sehr wahrscheinlich nicht so riechende Kosmetik hast, weil der riecht schon so ein bisschen, was wahrscheinlich auch der Kleber sein könnte. Das weiß man nicht. Manchmal ist es der Kleber, manchmal sind es die Produkte, ne? Ja, ich finde, dass man einfach merkt, dass es ein günstig gemachter Adventskalender ist. Ja, also ich finde auch die Konstellation jetzt nicht so bombastisch. Also die Produkte, die hier so drin sind, die kannst du dir genauso gut in den Farben oder Konstellationen holen für den Preis von einer günstigen Marke, wie gesagt, Essence oder Riva Loves Me oder so. Und dann halt mit Schokolade oder so auffüllen, wenn man halt seiner kleinen Tochter oder so einen schönen Kosmetik-Adventskalender basteln möchte. Dafür würde ich jetzt nicht unbedingt den hier empfehlen. Was meint ihr? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ich bin auf das Video von der lieben Nicole gespannt. Mensch, das wird auch interessant. Das war ein Reim. Übrigens, falls du mich noch nicht abonniert haben solltest, mach das doch sehr gerne. Das wäre voll nice. Also ich würde mich voll freuen, wenn du Teil dieser Crew werden würdest. Und komm doch gerne mit dazu. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.